Ja, hi, schön, dass du wieder da bist. Ich begrüße dich zu deinem heutigen Training mit mir. Wir werden heute ganz intensiv unsere Po-Muskulatur trainieren. Dazu gehören so ein bisschen die seitlichen Muskelgruppen und aber auch hinten der großflächige, große Gesäßmuskel. Und jetzt machen wir uns so ein bisschen warm erstmal im Stand und nachher werden wir viele Übungen heute am Boden auf der Matte machen. So, du öffnest deine Füße, beugst gleich die Knie und dann fangen wir direkt an, mit dem Körper hier so ein bisschen nach unten zu federn. Gleichzeitig kommt natürlich bei dem Training für den Po auch immer so ein bisschen unsere Beinmuskulatur mit in Spannung. Aber ganz gezielt werden wir die Übung auf den Po ausrichten, so dass der auch schön heute anfängt zu brennen. Jawohl, kleine weiter Federn. Komm, tief. So, damit auch der Oberkörper ein bisschen was davon hat, lass die Arme dazu vor und rück schwingen. Vorne leicht kreuzen und nach hinten unten ziehen die Arme weg. Rück, rück, ziehen, ziehen. Das Ganze weiter. Acht. Vor, vor. Halt deine Arme vorne. Wir schieben die leicht weg. Jawohl. So, öffne die Füße wirklich richtig breit, kommen ein Stück tiefer und verlagern hin und her. Komm, kleine Bewegung hin und her. Tief, tief, ziehen, ziehen. Seit, seit, rechts, links. Jawohl. So, neue Arme, die gehen auf Schulterhöhe. Auf, auf, komm, auseinander. Zieh, zieh. Auf, vor. Mach die Arme ruhig etwas länger dabei. Die letzten acht. Komm, zieh. Vier, drei, zwei. Und lösen. Super. Nochmal in der Mitte wippen. Jetzt gehen wir hier. Füße eher ein bisschen nach vorne gedreht. Wir belasten rechts und wechseln links. Komm, schieb deinen Po nach hinten. Weich mit dem Oberkörper ein Stück nach vorne aus. Tief ran. Tief ran. Tief ran. Jawohl. Dazu nimm deine Arme hinter den Rücken, dass du wirklich hier die Kraft, das Hochdrücken aus deinem Bein nutzt und dabei spannt sich der Po an, wenn du dich hier schön hochdrückst. Komm, hoch, tief, hoch. Drei pro Seite tief. Ziehen, zwei, drei, fest. Tief, zwei, drei, fest. Jeweils nochmal ziehen und fest. Komm, spür leichtes Ziehen in der Innenseite. Da haben wir eine minimale Dehnung jetzt hier für den Oberschenkel innen. Tief ziehen. Letztes Mal nach rechts und links. Nach oben. Tief. Zwei, drei. Super. Deine Füße gehen ein Stück enger zusammen. Und wir ziehen jetzt hier nach hinten nochmal kräftig unsere Ferse Richtung Po. Worauf du achtest, Füße, Knie zeigen auch hier nach außen. Ich sehe immer häufig, dass die Knie nach innen kippen. Also achte drauf, Ferse zieht hinten zum Po, Knie bleiben außen. Jawohl, auch dann ist nämlich der Po schon angespannt. Wenn wir nämlich jetzt das Ganze Falsche machen würden, dass wir es nach innen ziehen, dann merkst du mal, fass ruhig mal an den Po, dann ist der nicht so auf Spannung. Wenn wir nach außen ziehen, dann kommt er direkt mehr in Spannung rein. Und das ist ja auch das, was wir wollen. Ziehen, ziehen. Acht noch, ran. Ran. Jetzt wird der Kreislauf noch ein bisschen aktiviert. Zieh weiter hoch, hoch. Letzter rechts, links. Super. Okay. Lass uns jetzt ab direkt auf den Boden nach unten gehen. Wir kommen mal in den Vierfüßlerstand auf der Matte. Mit einem großen Ausfallschritt gehst du hier am leichtesten nach unten. Und dann stellen wir hier erstmal die Unterarme vorne auf. Wir schonen heute unsere Handgelenke. Die lassen wir einfach mal entspannt, die Hände. Ein Bein geht nach hinten, angewinkelte Position, Fußflex nach oben. Flex ist immer herangezogene Fußspitze. Und du schiebst jetzt von hier mit deinem Bein insgesamt nach oben. Bei diesen Übungen im Vierfüßlerstand versuchen wir immer den gesamten Körper wirklich fest zu halten. Nicht mit dem Oberkörper mitgehen, es sei denn, die Übung sollte das vorgeben. Aber hier kommt die Bewegung aus der Hüfte, aus dem Po. Rest vom Körper ist stabilisiert.
Bauch von unten her. Den spannst du an, ziehst ihn fest nach innen. Deine Schultern leicht im oberen Rücken zusammen. Jawohl. Komm, hoch, hoch. Und jetzt kann sich schon so ein leichtes brennendes Gefühl hier im Po bemerkbar machen. Das ist auch super. Da wollen wir hin. Kleine hoch, ab, hoch, ab. Weiter ziehen, ziehen. Kräftig Richtung Deck. Hoch, hoch. Halt einmal dein Bein hier und mit dem Bein wird jetzt gefedert. Das heißt, die Position bleibt und die Bewegung wird kleiner, doppelt so schnell. Auf und ab. Federn, die haben es in sich. Halte durch. Wir nutzen heute kein Gewicht. Trotzdem reicht es auch schon, um hier intensivst etwas für die Muskulatur zu machen und auch den Muskel in das Brennen zu bringen. Das, was wir brauchen, um wirklich gezielt die Muskulatur aufzubauen, mit dem Gefühl weißt du, dass dein Training auch wirklich effektiv ist für den Muskelaufbau. Kurze, kleine Federn. 8, noch 7, 6, 5, 4, 3. Wir machen noch keine Pause. Das Bein schafft noch einen Durchgang. Streck mal aus und jetzt geht's von hier tief hoch. Komm, hoch. Zieh, zieh. Tempo. Auf geht's. Hoch, hoch. Weiter durchhalten. Komm. Letzte Übung für dieses Bein hier. Dann wird mal kurz abgesetzt und gewechselt. Weiter noch. Und wer jetzt auch sein anderes spürt, macht dir darüber keine Gedanken. Das ist genau richtig, weil das Bein uns ja stützt. Das hält jetzt hier hinten unser Körpergewicht. Und dann merkt man da vor allem die Außenseite. Das ist gut. Komm, tief, tief. Hoch, hoch. Bauchspannung bleibt fest. Letzten 8. Komm, zieh, zieh, zieh. 4, 3, 2, 1 und einmal ab. Super. Komm kurz zurück. Übung, um mal kurz entspannt. Hier für die Po-Muskulatur. Das heißt, immer dann, wenn du dich klein rund in ein Päckchen machst, dann lässt hinten die Muskulatur wieder locker. Ja, die kann sich so ein bisschen aufziehen, wieder entspannen, frei werden. Und dann machen wir direkt die andere Seite noch. In den Vierfüßlerstand. Körperspannung hier. Schultern etwas zurückziehen. Heb dein anderes Bein, der Fuß ist flex. Und nochmal hoch, hoch. Ziehen. Die Betonung ist auf oben. Wir wollen hoch. Immer dann kontrahiert die Gesäßmuskulatur der Po. Natürlich ist auch ein bisschen Oberschenkelrückseite dabei, falls du da auch ein Ziehen spürst oder im unteren Rücken. Das sind alles die Muskelgruppen, die arbeiten hinten zusammen, der ganze Rückanteil. Aber die Hauptbewegung kommt aus der Hüfte und da wird der Gesäßmuskel schön fest. Hoch, hoch. Schieb. Richtung Decke weiter. Wir halten durch. Haben immer noch die Spannung im Bauch. Weichen nicht aus in ein Hohlkreuz. Diese Bauchspannung vorne, die verhindert, dass man im Bauch ganz locker, im Rücken ganz locker lässt. Und dann hängt man nämlich durch und dann überlastet sich hinten die untere Rückenmuskulatur. Deshalb gib deinem Rücken von vorne diese Stütze vom Bauch her. Feder jetzt mit deinem Bein. Komm, auf und ab, kleine wippende Bewegungen an dieser Stelle. Nicht nachlassen, das schaffen wir noch. Kurze kleine Federn, das erste Bein hat es geschafft und schafft das zweite natürlich auch locker. Noch 8, weiter, Feder, komm, 4, 3, 2, 1, halten. Letzte Übung, du streckst und gehst im Tempo jetzt tief hoch, hoch, komm, komm, hoch, zieh, langes Bein nach hinten, oben weg. Weg. Super. Streck, lang, hoch, hoch. Und die letzten hiervon noch. Komm, Endspurt von dieser Übung. Zieh, 8, hoch. 4, 3, 2, 1 und einmal ab. Super. Geh kurz in die entspannte Position. Mach mal dieses kleine Päckchen, gerne mal den Po so ein Stück nach rechts und links. Dann merkst du, das zieht so ein bisschen auch hier in die Außenseiten noch vom unteren Rücken.
sehr angenehm. Super. Wir machen eine nächste Übung noch im Vierfüßlerstand. Die ist ein bisschen gemein, gebe ich zu. Wir kommen einmal nach oben. Diesmal ist das Bein jetzt nicht hinten, sondern seitlich. Hier hast du 90 Grad Winkel, Bein und Oberkörper. Jetzt versetz mal deine Hände ein Stück nicht Richtung langem Bein, sondern Richtung gebeugtem Bein. Ich zeige es von vorne. Genau, dann sind wir nicht gerade gestützt, sondern ein Stück versetzt. Wir heben an der Seite, halten. Halten. Das Bein bleibt seitlich, nicht nach hinten drehen. Da waren wir eben, jetzt sind wir an der Seite und das wird schwer. Auch für dein stützendes Bein. Innen im Po, außen. Halte. So, jetzt kennen wir die Position, jetzt gehen wir in Zeitlupe tief. 4, 3, 2, Zeitlupe hoch. 3, 2, 4, nochmal tief. Zieh, zieh und hoch. Die sind gemein, gerade wenn die so langsam sind. 4, 3, 2, 1, hoch. Noch einmal. 4, 3, 2, 1, hoch. Komm, du hältst durch. Zweimal noch nach unten auf 4, 3, 2 und hoch. Super, letztes Mal. 4, 3, 2, heben, hoch. Halt die letzten hier und push nochmal kleine nach. 8, 7, komm, letzten. 4, 3, 2, 1 und ab. Ach du meine Güte. Ja, wir merken, die Übung hat es schon ganz schön in sich. Ich merke das auch. Denken ja immer viele, ich würde die Übung nicht mehr spüren, aber auch ich spüre das natürlich. Positives Denken, Lächeln und dann wird das Ganze direkt ein bisschen einfacher. Wir versuchen es mal. Auf der anderen Seite versetzen die Hände nochmal ein Stück vom langen Bein weg. War auch gespannt. So, Vorbereitung. Halte erst. Spann. Wenn du schaffst, in der waagerechten, wenn es dir zu schwer wird, mach dein Bein tiefer. Halten, atmen, nicht vergessen. Es geht in Zeitlupe tief. 4, 3, 2, 1, hoch. Komm. Noch einmal. 4, 3, 2, 1, hoch, ziehen, ziehen. Und wieder. 4, 3, 2, 1, hoch. Das machen wir noch zweimal jetzt nach unten in Zeitlupe. Und langsam heben, heben. Komm, kämpf dich durch. Tief, tief, tief und langsam hoch. Und da oben wird geblieben für die letzten Kleinen. Hoch, hoch, ziehen. Noch 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Super, sehr gut gemacht. Wunderbar. Okay. Ja, der Po, der hat es schon so ein bisschen in sich, die Übung zumindest für den Po. Wir legen uns jetzt noch einmal auf den Rücken. Einmal die Füße nach vorne. Wir werden die jetzt in unterschiedlichen Positionen nochmal aufstellen. Zunächst parallel nebeneinander. Fersen ruhig etwas näher an den Po, nicht zu groß der Winkel, näherer Winkel. Arme auf. Jetzt machen wir die sogenannte Schulterbrücke. Die gibt es in endlos vielen Varianten. Diesmal hier Füße, Schulter, hüftbreit aufgestellt, nicht zu weit halten. Oben erstmal bleiben. Wir versuchen jetzt uns erstmal die Bewegung hier, die Position bewusst zu machen. Dein Körper bildet mit deinen Oberschenkeln eine Linie. Man kann das auch auf verschiedenen Positionen, Ebenen, Höhen halten. Wir versuchen jetzt wirklich direkt schon von Anfang die Linie vom Knie zur Schulter aufzubauen. Und an der Stelle ziehst du mal mit der Hüfte weiter höher. Komm. Aktivier den Po. Den ziehst du jetzt angespannt zusammen. Und deine Fersen vorne, die drückst du fest in den Boden. Wenn du schaffst, ziehst du die Fußspitzen ein wenig hoch. Weil je mehr man hier die Fersen noch nach unten drückt, dieser Impuls, der nach unten geht, der überträgt sich bis in den Po. Komm, komm. Wenn
du dich richtig abdrückst in den Boden, dann spürst du diese Spannung auch mehr in der Gesäßmuskulatur. Da ist immer ein Unterschied, wie man die Bewegung ausführt. Man kann Übungen ausführen, aber dabei kaum Spannung in sich haben, dann bringt es natürlich umso weniger. Man kann aber auch eine Übung impulsiv, kraftvoll ausführen, dann hat man direkt einen umso größeren Effekt. Und wie das funktioniert, das versuche ich dir mit so kleinen Tipps, wie jetzt hier zum Beispiel dieses Runterdrücken der Fersen, zu verdeutlichen. Komm, komm, hoch, hoch, ziehen, ziehen. Schieb die letzten acht hoch. Mach dieses Bewegen nicht so groß, eher kleiner oben. Und jetzt hältst du nochmal oben in Spannung. Fersen nochmal tief. Und absetzen. So, ein bisschen lockern, aber keine lange Pause. Wir variieren jetzt den Stand der Füße. Die gehen weiter nach vorne und ein Stück breiter auseinander. Gerade so an der Kante der Matte. Die Fußspitzen sind hochgezogen. Und jetzt heb nochmal deinen Po. Komm. Der geht ab jetzt fließend tief und hoch. Hoch, hoch. Ohne den Boden zu berühren. Hoch, hoch. Genau. Großen Winkel, den wir da jetzt im Knie haben. Fußspitzen weiter hoch rangezogen. Fersen auch dabei in den Boden reindrücken. Komm. Hoch, hoch. Schieb Richtung Decke. Noch acht. Weiter. Zieh. Zieh. In der Spannung oben halten. Fußspitzen nochmal ein Stück weiter nach außen ziehen. Die Knie gehen automatisch ein Stück mit. Und jetzt mit der Hüfte federn. Komm, weiter. Push nach oben. Auf geht's. Die Hüfte, das ganze Becken zieht zur Decke hoch. Und hinten kommt die ganze Spannung in die Rückseite. Super. Halte durch. Komm. Acht. Sieben. Hoch. Weiter. Ziehen. Drei. Zwei. Eins. Und einmal ablegen. Super. Beine ein bisschen lockern. Wir haben gelernt, die Päckchenposition entspannt die Rückseite. Gerne kann man das auch hier in der Rückenlage machen. Die Knie kurz ranziehen, so ein bisschen nach rechts und links hin und her. Wir werden jetzt einen letzten Durchgang dieser Schulterbrücke nochmal machen. Deine Füße gehen nochmal in die enge Position, also nah am Po. Fersen in den Boden gedrückt. Und von hier aus, Bauch gespannt nach innen, Po gespannt und wir heben an, halten, in Spannung oben. Zieh, Kleine, jetzt hoch, hoch, schieb, schieb, Richtung Decke. Fersen drücken tief, spür diese zusätzliche Spannung. Wenn du wirklich auch aktiv in den Boden reindrückst, wenn die Füße locker sind, ist der Po auch nicht so stark gespannt. Komm, hoch, hoch. Schieb, schieb. Noch nicht nachlassen. Wir halten durch. Acht in dem Tempo weiter hoch. Komm. Vier, drei, zwei, eins. Halten. Bleib oben. Halten diese Spannung. Und zum Abschluss kommen jetzt nochmal die Fußspitzen hoch, hoch. Komm, komm. Deine Hüfte hält in Position. Fußspitzen lösen, acht, weiter, zieh, zieh, vier, drei, richtig oben halten, die Fußspitzen, komm, und die Hüfte nochmal ein Stück nachschieben und da wird gefedert zum Abschluss, komm, kurze, kleine, hoch, hoch, ziehen, ziehen. Letzten, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und ablegen. Super. Okay. Zieh deine Knie noch einmal kurz heran. Du kreist hier zum Lockern auf dem unteren Rücken. Ja, wenn du jetzt intensivst die Muskulatur gespürt hast, weißt du, das war auch ein sehr effektives Training. Dann weißt du auch, wir haben kleine Risse im Muskel erzielt bzw. verursacht.
Und die muss man jetzt wieder heilen. Die muss man heilen mit dem Baustein Eiweiß. Und wenn du jetzt viel eiweißreiche Ernährung zu dir nimmst oder auch einfach jetzt direkt schnell nach dem Training einen Shake, weißt du, dass dieses Eiweiß schnell in den Körper eingebaut wird. So ein optimales Zeitfenster nach dem Training für die Eiweißversorgung, so dass die auch wirklich schnell da ankommt, ist, dass du innerhalb von einer halben Stunde nach deinem Training einen wirklich hohen Eiweißanteil zu dir nimmst. Optimal wären so 30 bis 40 Gramm. Auch das kann man sehr gut mit einem Shake zu sich nehmen. Ja, jetzt kommen wir gerade mal hier nach oben. Lockern unsere Beine nochmal ein Stück aus. Kippen nach rechts und links hin und her. Und wenn du noch nicht genug hast, dann empfehle ich dir jetzt im Anschluss einfach noch ein kurzes Ausdauertraining. Dann kann man sehr gut im Anschluss eine leichte Aerobic machen oder auch ein Jump oder ein lockeres Thai-Box-Training. Mit dem Ausdauertraining im Anschluss nach einer Krafteinheit kann man sehr gut schnell in die Fettverbrennung intensivst kommen. Fettverbrennung ist natürlich schon bei jedem Training mit dabei, aber es geht immer so ein bisschen um den Anteil, um diese Gewichtung, wie stark man jetzt bei der Fettverbrennung ist. Es empfiehlt sich generell am Anfang mit dem Training, mit dem Krafttraining zu beginnen. So lernen sich deine Speicher, deine Kohlenhydratspeicher im Körper. Und wenn die dann schon leer sind, verbraucht sind von dem Krafttraining, kannst du im Anschluss sehr gut bei deinem Ausdauertraining direkt schneller in die Fettverbrennung kommen. Das heißt, der Körper hat dann keine Glykogenspeicher mehr, keine Kohlenhydratspeicher, weil du die schon verbraucht hast beim Krafttraining. Und dann kannst du dein Ausdauertraining eher auf den Körperfettdepots ausbauen. Das heißt, die werden dann herangezogen als Energie, zur Energieerzeugung und dann kannst du damit auch schneller dein Körperfett verbrennen. Ja, also Fazit, vorher Krafttraining, im Anschluss ein Ausdauertraining, bisschen Entspannung danach, dann hast du ein optimales Training für dich und das wäre super. Ja, ich freue mich auf dich, bis zum nächsten Mal, wir sehen uns. Tschüss!